gibt wohl nichts, was für uns Menschen entscheidender und wichtiger ist als der Wert. Und der Wert fängt beim Selbstwert an. Und ich glaube, erst die Menschen mit Selbstwert sind in der Lage, den Wert für sich selbst zu erkennen, zu schaffen, den Wert für andere zu schaffen und schlussendlich sogar einen betriebswirtschaftlichen Wert zu generieren. Eine Frau sorgt dafür, dass genau dieser Selbstwert auch im Fokus ist. Und sie hat eine Geschichte dazu, warum das so ist. Herzlich willkommen, Christina Steinhauer. Hallo Hermann, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich bin froh, dass du da bist, Christina. Auf diesem schönen Sofa. Danke. Wir haben ja lange überlegt, ob das jetzt wirklich goldfarben ist. Irgendjemand kam dann mit Senffarben, dann war ich schon durch. Da unsere Firmenfarbe Gold ist, versuchen wir uns einzureden, dass es Gold ist. Also ich habe es eher als Gold empfunden, aber gut, da ist es halt individuell. Christina, ich mag die Art, wie du denkst. Das ist schon mal großartig. Aber sag jetzt, Christina, du hast ja tatsächlich, wenn wir schon über Gold reden, dann hast du Gold zum Thema, nämlich Selbstwert, was, glaube ich, ein sehr goldenes Thema ist. Aber gleichzeitig ist dieses Thema durch sehr ungüldene Zeiten, sprich durch schwarze Zeiten bei dir entstanden. Ja. So neugierig hast du mich schon gemacht. Was war los in deinem Leben? Was war los in meinem Leben? Also es fing ja relativ, sage ich mal, normal an. Ne? Ich bin auf die Welt gekommen, ich bin in den Kindergarten gegangen. Also ich komme aus Usbekistan, dann sind wir nach Deutschland eingereist mit meinen Eltern, mit meinem Bruder. Und ich bin zur Schule gegangen und Deutsch gelernt und alles war, sage ich jetzt mal ganz normal, in Anführungszeichen. Ich habe dann meine Ausbildung angefangen zur Versicherungskauffrau und war auch sehr erfolgreich gewesen, hat mir auch damals sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann stand eine Weisheitszahn-OP an und ich habe gedacht, naja gut, wenn der Zahnarzt das sagt, dann mache ich das. Und so habe ich mich dann entschieden, 3-4 Monate vor der Abschlussprüfung das zu machen, weil ich gedacht habe, dann ist es vorbei, dann ist hinter mir 3-4 Tage, dann ist es abgeheilt und dann kann ich einfach lernen. Ja, hätte ich auch gesagt. Naja, aus diesen 3-4 Tagen sind Jahre geworden, also wirklich Jahre. Die ersten 4 Monate nach dieser Weisheitszahn-OP verbrachte ich in bei Ärzten, bei Zahnärzten, Notaufnahmen, weil kein Mensch feststellen konnte, warum ich Schmerzen habe, weil die Ärzte dann einfach gesagt haben, sie haben Stress und deswegen sind diese Schmerzen, sie können keine Schmerzen mehr haben. Und so bin ich manchmal sogar nachts in Notaufnahmen gefahren, weil ich einfach die Schmerzen nicht ausgehalten habe. Du, und nochmal langsam, also du warst beim Zahnarzt, hast dir diesen Weisheitszahn wahrscheinlich ziehen lassen. Genau. Und bist dann in eine Odyssee von Schmerzen. Ja. Zahnschmerzen oder Gebissschmerzen gefallen. Genau. Okay. Und 4 Monate bin ich wirklich, ich weiß nicht, wie oft meine Eltern mich zu allen möglichen Ärzten gefahren haben. Wir waren dann schon bei Hals-Nasen-Ohrenärzten, wir waren bei Kieferorthopäden, wir waren bei Kieferchirurgen. Das hat ja auch ein Kieferchirurg gemacht, ja, und so weiter. Und es hieß immer nur, es ist der Prüfungsstress und dann hieß es, das ist der andere Weisheitszahn. Dann wurde mir der nächste gezogen, dann wurden die Schmerzen natürlich schlimmer. Mhm. Und so bin ich von einem Arzt zum anderen und das Allerschlimmste war einfach diese Hilflosigkeit, dass mir keiner sagen konnte, was ich habe. Und es gab ja in dem Moment kein Mittel, weil es hat ja kein Schmerzmittel geholfen in dem Sinne. Okay. Und selbst nachts habe ich gedacht, ich hatte so Riesenschmerzen, ich habe gedacht, wie werde ich diese Nacht überleben? Also so Gedanken, so stark waren diese Schmerzen. Da wird man ja auch mal wahnsinnig vor lauter Schlaflosigkeit und allem, vermute ich mal. Also Schmerz und Nichtschlaf und... Bei mir war es eher, warum glaubt mir keiner, dass ich Schmerzen habe? Bei mir war eher dieser Punkt und ich wusste nicht, wie beweise ich das denn? Wieso glaubt mir kein Arzt, dass ich Schmerzen habe? Es ist doch logisch. Ich konnte das nicht zuordnen. Und ich habe dann auch 17 Kilo abgenommen. Ich wog nur noch paar 50 Kilo. Also ich konnte ja auch nichts essen. Also für mich, ich durfte wieder lernen zu kauen. Ich durfte lernen wieder zu gähnen, konnte ich jahrelang nicht. Ich konnte diese Bewegung, also es ging so viele Sachen nicht. Und die Ärzte haben gesagt, wir können Ihnen nicht helfen. Also dieses, wir wissen nicht, was Sie haben. Sie bilden sich diese Schmerzen ein. Das war immer diese Diagnose, die ich dann gestellt bekommen habe. Meine Ohren sind so groß, wie ging es aus oder wie ging es dann weiter? Also heute scheinst du schmerzfrei zu sein.
Ja, die Sache war dann, dann hatte eine Bekannte von meinen Eltern gesagt, so, morgen fahren Sie in die Zahnklinik, wenn da nichts rauskommt, dann fahre ich dich zu einem Chiropraktiker. Und dann war ich auch in der Zahnklinik gewesen, die konnten natürlich wieder nichts sagen, die haben dann gesagt, ja, gehen Sie wieder zum dem Arzt, der das gemacht hat, da war ich schon und so weiter. Und das Interessante war, ich wollte dann irgendwann meine Geschichte auf dem Kassette aufnehmen, weil ich es leid war, das jedem Arzt zu erzählen. Und damals gab es keine Handys, also nicht in dem Sinne wie jetzt. Ja, klar. Das war 10 Jahre her, also mindestens 10 Jahre her. Und ich habe gedacht, wieso nehme ich nicht einfach das auf eine Kassette auf und spiele es dem neuen Arzt, den ich besuche, einfach, weil ich war einfach müde. Ich war Okay. müde, jedes Mal das Gleiche zu erzählen. Also man müsste hier den Hinweis bringen, Kassette ist ein althergebrachtes Genau. Tonträgermittel, das die meisten Fernsehzuschauer heute nicht mehr kennen. Okay, Also, alles klar. Ja. ja, das stimmt. Also man musste das so rückspulen oder vorspulen. Ja. Gab's dann noch in Autos? Also und ja, und dann bin ich zum Chiropraktiker gefahren worden und der hat es innerhalb von 2 Sekunden festgestellt. Und das war für mich ein Wunder. Ich habe gedacht, endlich. Und das waren 4 Monate nach diesem Suchen. Und dadurch, dass es 4 Monate, also bei mir wurde da ein Stückchen vom Kiefer bisschen verstellt, sage ich jetzt mal grob ausgedrückt. Und Kiefer ist ja das Zentrum vom Körper, das heißt, mein ganzer Körper war in einer Disbalance muskulär. Und ich habe wirklich jahrelang gebraucht, bis ich wieder so sitzen konnte, bis ich wieder Nüsse essen konnte, bis ich Äpfel essen konnte, was ja für jeden Normal. alltäglich ist. Und ich weiß, damals habe ich bin ich dann zu einer Osteopathin gegangen und sie hat dann mindestens 2 Jahre benötigt, bis sie überhaupt mein Kiefer behandeln konnte. Und da habe ich zu ihr gesagt, wenn ich in meiner Kraft bin, dann möchte ich Menschen inspirieren, dass sie an sich glauben, unabhängig davon, was die Ärzte sagen, was die Therapeuten sagen. Es geht allein um das, was du glaubst und allein um das, was du tust. Und ich bin Schritt für Schritt bin ich dahin gegangen, wo ich jetzt bin. Und das waren nicht leichte Schritte. Deshalb dieses Thema Selbstwert. Ja. Weil du natürlich, so vermute ich, irgendwann mal nicht mehr an dich geglaubt hast, wenn dir eben X-Professoren und Ärzte einreden, dass du gar keine Schmerzen hast, kommt dieses Hirngespinst auf, spinn ich oder spinnen die? Es war immer nur ganz kurz da. Also Ah. das war immer nur so ein paar Minuten und dann war wieder diese innere Stimme, die gesagt hat, du wirst es schaffen, egal was die anderen sagen. Und dann habe ich angefangen mit Bücher lesen, weil Internet war damals auch nicht so mit Flatrate. Und so habe ich immer mich an jeden Strohhalm praktisch, wie sagt man auf Deutsch, Festgehalten. festgehalten und diese Hoffnung einfach in mir getragen, dass ich es irgendwann schaffen werde, weil ich einfach diese Vision hatte. Und ich bin einfach Stück für Stück, manchmal bin ich auch wieder zurückgegangen, Klar. wie das Leben manchmal so ist, ne? Und aber es war trotzdem immer da. Ich werde es schaffen. Und ja, jetzt siehst du natürlich eine ganz andere Frau, wie ich vor mindestens 10 Jahren war. Sieht gut aus, großartig. Danke. Großartig. So, also da ist ja eine wirkliche Geschichte hinter Ja. dir. Und die Geschichte sagt jetzt, ich rede über Selbstwert. Ja. So. Ich persönlich würde jetzt ja fast ergänzen, würde sagen, das ist noch viel mehr als Selbstwert. Das ist so etwas wie Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, natürlich auch der Glaube an sich Ja. selbst. Das ist ja schon fast das Manifest jeglichen Vertrauens an die eigene Person, Ja. wenn man so will. Also auch Selbstheilung. Ich habe jetzt angefangen, dass wir alle Selbstheilungskräfte haben. Also es ist ja das Bewusstsein, die Gedanken. Also jeder Gedanke beeinflusst dich ja in deinem Leben. Und ich habe jetzt so viel gelernt und so viel auch selbst ausprobiert. Und gerade in meinen Coachings oder Seminaren, was ich jetzt für Frauen anbiete, ist ja alles, was ich selbst erlebt habe und ausprobiert habe. Und ich weiß, wie es ist, wenn du ganz unten bist, gesundheitlich. Da sind so viele Baustellen, finanziell, da kommen noch mehr Sachen dazu und du weißt manchmal gar nicht, wo fängst du an. Und einfach dieses kleine Licht zu haben und ihm einfach vertrauen, dass es dann irgendwann großes Licht wird, das ist ganz wichtig. Und ist dieses Thema bei Frauen noch wichtiger als bei Ja. Männern? Ja. Warum?
Ja, ich habe einfach gemerkt, dass wir Frauen uns zu viel kritisieren, zu viel ablehnen. Also ich habe so viele Frauen kennengelernt, die regelrecht einfach ihren Körper ablehnen. Die können sich nicht anschauen. Und das finde ich manchmal auch irgendwo so traurig, dass wir Frauen nicht sagen können, ich bin schön, dass wir uns nicht mal selbst Komplimente geben oder uns gegenseitig als Frau Komplimente, weil wir dann immer denken, ja, was hat sie, was ich nicht habe. Und das ist, also ich finde das andersrum viel schöner, einfach die Schönheit in deinem Gegenüber wahrzunehmen, finde ich viel, viel bereichernder. Und nicht nur die äußere, logischerweise. Ja, die Ja, innere, ja, also ja. hauptsächlich die innere, deswegen habe ich mein Konzept auch sei die Königin deiner inneren Schönheit genannt, weil Okay. es geht um dieses Innere, weil vom Inneren erschaffst du deine äußere Welt. Schönes Bild. Und ich bin immer neugierig, wer kann oder soll zu dir kommen? Also in der Frauen in der Regel. Genau. Ab wann ist der Schritt da oder was ist so ein typischer Indikator, dass vielleicht eine Frau zu sich sagen kann, hey, jetzt muss ich dahin? Es ist unterschiedlich. Also bei mir fing ja das, diese Veränderung an, da war ich Mitte 20. Wenn eine Frau spürt, sie möchte was verändern, sie traut sich aber nicht und sie weiß nicht, wohin will sie gehen. Irgendwie fühlt sie sich nicht wohl in ihrem Körper. Und ich biete meine Seminare auch auf Deutsch und auf Russisch an. Okay, weil du ja logischerweise aus Genau. Usbekistan kommst. Genau. Wie war der Kulturwandel? Usbekistan, hast du den mitbekommen Ja. zu Deutschland? Und Ja. was? Ich war noch nie in Usbekistan, aber habe so viel Schönes darüber gehört. Wie sind die Unterschiede? Also es war ganz unterschiedlich. Ich bin ja, ich habe da meine erste Klasse, die erste Klasse beendet und dann sind wir nach Deutschland, bin ich in die zweite Klasse hier Okay. gekommen. Es war ganz anders. Es war komplette Umstellung. Also da hatten wir Schuluniformen, wir Mädchen hatten immer Kleider angehabt, so also weiße Schürze, dann hier war weiß und hier. Die Haare waren immer gemacht mit so Bändern. Und hier sind wir nach Deutschland gekommen und hier durftest du ja in die Schule tragen, was du willst, was für uns sehr ungewohnt Auch in war. der Jogginghose, Ja, genau. Und das war für uns total ungewohnt und auch das Melden war ganz anders. Also wir saßen immer gerade in der Schule, weil die Tische, die waren auch so ein bisschen geneigt. Dann saßt du automatisch gerade. Melden hast du so dich gemeldet und hier in Deutschland irgendwie so. Also diese Unterschiede. Und ja, und natürlich der Anfang war auch nicht so leicht, weil ich konnte kein Deutsch. Ich ich konnte denke mir. drei Wörter nur Deutsch sprechen. Mein Vater kann Deutsch und der hat mir dann immer geholfen bei den Hausaufgaben, weil die Schrift ist auch anders. Russische Schrift Ja, ist klar. kyrillisch und deutsche Schrift ist lateinisch, also Latein und schon allein diese Schreibschrift wieder zu lernen, das wäre ja auch eine Umstellung. Also da waren wirklich sehr, sehr viele Umstellungen. Fehlt uns ein bisschen die Disziplin? Ich meine, das ist ganz sinnvoll, aber ich denke mal darüber nach, wenn wir uns schon so melden und wir sind ja schon ein bisschen locker drauf. Ich weiß nicht, ob das an Disziplin ist. Es ist ja einfach, jede Kultur ist ja anders und da, also es hat ja alles so schöne und nicht so schöne Seiten. Also ich habe das dann einfach so, für mich war es komisch, ich habe mich dann, glaube ich, trotzdem so gemeldet und die Okay. Lehrerin hat sich vielleicht gewundert. Also ich habe dann eher lernen dürfen, dieses Lockere einfach so, Okay. jetzt mal so melden, auch mal mit diesem Schnipsen war ja auch eine Zeit lang, dass jeder dann so, oder dass es mal lauter wurde in der Klasse und so, das war ja bei uns alles unüblich da. Okay. Da war ja eher ruhig und wie gesagt, war alles sehr ordentlich, die Tische waren ja so geneigt, also wir saßen nie in diesem U-Form, sondern immer gerade zur Tafel. Und die Frauen hatten dann nur Kleider und Röcke an. Also ich habe in Usbekistan keine Frau gesehen, die eine Jeans anhat. Das habe ich erst hier in Deutschland gesehen. Das war natürlich dann auch ganz anders. Und alle lange Haare hier waren dann eher so kurze Haare. Also da waren schon Unterschiede. Unterschiede bei. Spannend, schön. Genau. Sag mal, wenn wir bei dem Thema Selbstwert sind, inwieweit profitieren Firmen oder Unternehmen von dir oder von diesem Thema? Einiges, da ich ja auch im Büro tätig war als Versicherungskauffrau, ich habe dann ja trotzdem meine Ausbildung abgeschlossen, erfolgreich und auch in Kompliment den, dazu. danke, und auch in dem Bereich dann auch gearbeitet, trotz diesen ganzen Phasen. Ich habe mir dann einfach gemacht, was kann ich jetzt tun? Ich habe mich immer darauf konzentriert, was kann ich jetzt in diesem Moment tun? Und so bin ich dann Step by Step, weitergegangen. Die Firmen können in dem Bereich profitieren, da ich ja auch weiß, wie es ist, im Büro zu sitzen.
8 Stunden, wie das ist mit Nacken, Schulterbereich, mit Beinen, was kannst du zwischendurch machen, um wieder Energie zu tanken? Was kannst du tun für deinen Selbstwert, damit auch deine Arbeit dich mehr erfüllt? Es geht ja immer um Erfüllung in unserem Leben, egal was wir tun, sei es privat oder beruflich. Wir möchten ja immer dieses Erfülltsein und Erfülltsein nicht in diesem Sinne materiell, sondern auch seelisch erfüllt sein. Und das ist ja auch ein Thema in den Seminaren. Und ich finde, du hast ein ganz wichtiges Element in meinen Augen im Nebensatz gesagt. Die Fragestellung war so sinngemäß, was kann, und die Betonung lag auf kann, was kann ich jetzt tun? Genau. Und das ist ja was Hochmachtvolles, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen sich damit beschäftigen, was man gerade alles nicht tun kann und behindert bekommt und nicht sieht. Und ich denke, allein schon unabhängig der Gesundheit, dass das aus betriebswirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Sicht ja hochspannend ist, wenn wir eine Kultur entwickeln, die sich eben mehr die Frage stellt, was kann ich tun, anstatt die Antworten auf die ungestellte Frage gibt, was alles unmöglich ist. Genau, weil oft ist ja so, dass die Menschen sich darauf konzentrieren, was sie nicht haben, Ja, klar. anstatt zu gucken, was sie haben und was kann ich jetzt, wo ich bin, da draus machen, in dem Moment, wo ich hin möchte. Es geht ja darum, wo willst du hin und nicht darum, was du nicht hast. Und deswegen schau, wo willst du hin, guck, wo du bist und schau, wie du da hinkommst, Step by Step. Und bei mir war damals, ich konnte nur halbe Stunde lernen für die Abschlussprüfung, nicht länger. Wenn ich länger gelernt habe, konnte ich 2 Tage nicht mehr lernen. Okay. Und deswegen habe ich dann gemerkt, okay, mein Körper erlaubt mir nur eine halbe Stunde, also nutze ich diese und bereite mich trotzdem für die Prüfung vor. Also, und das war nicht leicht. Das klingt vielleicht jetzt leicht, aber es war wirklich definitiv alles andere als leicht. Ja. Vielen Dank. 3 Fragen zum Schluss mit so einer beende einfach den folgenden Satz bitte. Der erste Satz lautet: Nach der aktuellen Entwicklung sehe ich die Wirtschaft Deutschlands. Punkt, Punkt, Punkt. Wie ich die Wirtschaft von Deutschland sehe. Das Ja. ist eine sehr gute Frage. Ja. Also wir entwickeln uns in eine ganz andere Richtung. Ja. Also es werden viele Jobs geben, die es noch nicht gibt, gerade in Heilsachen, Klar. definitiv. Und ich sehe das eher da. Also würde ich jetzt Wunderbar. dahin. Wenn ich mit einer entweder toten oder noch lebenden Person mal zum Essen gehen könnte, dann wäre das welche und warum? Ich würde gerne mit meiner Oma essen gehen, die verstorben ist, und ihr einfach mal Fragen stellen. Sehr schön. Und ich bin wichtig für die Welt, weil. Weil ich einfach ich bin. Großartig. Und Menschen wahrscheinlich wunderbar helfe, das Genau. Selbstwertgefühl zu entfachen. Großartig. Danke von Herzen für dieses Gespräch, Christina, für Danke deine dir auch. eine berührende Geschichte. Und ich hoffe, dass diese Geschichte vielen Frauen und auch Männern, wir können Ja. es genauso gut gebrauchen, Mut macht, es anzugehen. Sehr schön, das freut mich. Also wenn ich jemanden inspirieren konnte, mit dieser Geschichte trotz allem seinen Weg zu gehen, das ist meine Vision, Menschen zu inspirieren. Wir unterstützen. Danke dir von Herzen. Dankeschön, vielen Dank.